Um was ging es bei dem Wortwechsel mit dem Edelmann? Er schaut beim Polieren seines Bierseils hoch und blickt finster in Richtung des Fürsten. Die Leute hier sind anständig, sie kümmern sich um ihren eigenen Kram. Wenn du deine Nase in seinen stecken willst, dann rede doch selbst mit ihm. Was weißt du über seine Tochter? Er legt die Stirn in Falten und zuckt mit den Achseln. Euer Hochwürdiger sagte, dass sie gestern verschwunden ist. Er wischt ein Bierseil mit seinem verfetzten Handtuch ab und dreht es in einer schnellen, ruckartigen Bewegung. Mehr als das weiß ich nicht. Wie diese Fürstenbastarde ihre Angelegenheiten erlegen, geht mich nichts an. Du siehst verärgert aus. Irgendwas an dieser Sache fühlt sich für dich falsch an, oder? Münzbeutelzeit, vielleicht könntest du es zu deiner Angelegenheit machen. Du siehst verärgert aus. Er donnert den Bierseil auf den Tresen. Verdammt nochmal, wie? Dieser Fürst schneidet hier herein, als ob er etwas Besseres wäre, als wir wäre, aber trotzdem. Er schüttelt den Kopf. Schau mal, ich will keine Schwierigkeiten mit dir und mit ihm oder sonst irgendjemand. Ich warte nur darauf, dass er mein Ale überdrüssig wird und aufbricht, damit hier alles wieder wie vorher wird. So viel zu deinem Gerede von Anstand. Wenn du etwas weißt, aber nichts sagst, bist du genauso schuldig. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie ein unschuldiges Mädchen zu Schaden kommt. Hilf mir, sie zu finden. Das ist die Paladin-Antwort. Nehmen wir das hier. Er lehnt sich auf die Tresen und seufzt. Dieses Mädchen, Alice. Sie wollte verschwinden. Du hättest sie sehen sollen. Wie ein Schaf im Schlachthaus hat sie die Tür angeglotzt. Nichtsdestotrotz hat sie kaum mit jemandem gesprochen. Der Einzige, mit dem sie gesprochen hat, war Tyrgil. Er nickt in Richtung des Phosphors. Seinen Laden kannst du bei dem eingestürzten Turm finden. Der Kerl ist recht cholerisch. Ich würde dir raten, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Wie ich schon sagte, es zahlt sich nicht aus, in den Angelegenheiten anderer Leute herumzufühlen. Okay, erste Hinweise. Danke. Egal. Reden wir über was anderes. Er stellt den sauberen Kuckuck unter den Tresen und schafft sich einen anderen. Ja. Ich will was zu trinken bestellen. Campingbedarf. Drachenfleischgericht. Ah, das ist sauteuer. Drachen-Eigericht, Eintopf, Xer Mantelreispfanne, Bier und Milch. Ah, Milch kaufe ich mal. Ein Bett. Macht, Verfassung, Intelligenz in der Drachenhöhle. Das gönnen wir uns mal. Die 200 Goldmünzen, die haben wir. Trauernde Mutter. Oh, du fühlst eine Präsenz in der Nähe schweben. Als du dich umdrehst, siehst du die trauernde Mutter, die dich beobachtet. Sorge legt ihre Augenwinkel in Falten und sickert in deinen Verstand. Wächter, du trägst deine eigene Haube. Ich sehe, dass dich alte Leben und unbeantwortete Fragen verhüllt haben. Ich habe sie in letzter Zeit immer häufig gespürt. Das sind meine Birne, ich möchte sie nicht teilen. Bleib aus meinem Verstand raus. Kannst du irgendwelche Details meiner vergangenen Leben erkennen? Als ihre Augen schließt, spürst du, wie sich ihre Energie auf dein Inneres richtet. Sie greift nach deinem Verstand, deine Erinnerungen und Teilen von dir, die sich taub und reglos anfühlen. Dabei geht sie mit dir so sanft um, wie eine Mutter mit einem Neugeborenen. Letztendlich zieht sie sich zurück. Es tut mir leid, welche Geheimnisse deine Seele auch verbergen mag, in deinem Verstand sind sie gegenwärtig. Ich habe sie in letzter Zeit immer häufiger gespürt. Das ist der Grund, weshalb wir zusammen reisen. Das mit den Zahlen hier oben sieht übrigens lustig aus. Das ist einer der Kraft vieler... Einer, die Kraft vieler nutzen kann und das viel... Nochmal von vorne. Das ist der Grund, weshalb wir zusammenreisen. Dass einer die Kraft vieler nutzen kann und das viel durch den Sinn des Einzelnen ausgebessert werden kann. Während sie dich anstarrt, scheint sich ihre Stirn mit einer neuen Art von Furcht in Falten zu legen. Deine verdunkelte Vergangenheit belastet sie dich. Ja, ich weiß nicht, was dort drin ist und das belastet mich. Nein, was auch immer ich getan habe, meine jetzigen Entscheidungen wegen mir. Es scheint mir sinnlos zu sein, zu viele Gedanken drauf zu verschwenden. Sie nickt. Wichtig, ich bewundere deine Übersicht und ich hoffe, dass ich dir dabei helfen kann, dich auf die bevorstehenden Entscheidungen vorzubereiten. Sie zieht sich von dir zurück und verblasst im Hintergrund. Wenn du nicht schon gewusst hättest, dass sie dort wäre, hättest du sie wohl gar nicht bemerkt. Okay, oh, Sagani hat ein Level Up gekriegt. Habe ich das übersehen? Hallo. Ah. Okay, Sagani. Überleben.
Athletik, Heimlichkeit, würde ich sagen. Widerstandsfähiger Gefährte. Obwohl. Scharfschütze, gefährliches Werkzeug, zwei Einheitswaffen, primitiven Bann, blutiges Gemetzel, durchdringender Schuss. Nee, bleiben wir bei widerstandsfähiger Gefährte, dass Imotak auch mehr aushält. Imotak hieß er doch, oder heißt Isa Itomak? Itomak. Ja, good day, Stranger. Ich habe ein paar Fragen über Dirford. Er fährt mit seinem Lachen über den Rand des Kugels. Dann frag, weißt du irgendetwas über eine nahegelegene Igwitan-Ruine? Ich weiß, dass man besser einen großen Bogen darum machen sollte. Es bringt nichts, die Glafantanas zu verärgern. Das haben wir schon oft genug getan. Indem man auf ihren heiligen Boden herumstampft. Aber wenn deine Wissensdurst stimmen möchtest, dann rede mit Beotmar. Du findest ihn im Tempel in nordwestlicher Richtung. Erzähl mir über das Dorf. Geh von einer Brücke zur nächsten, hast du es gesehen. Sehr gut beschrieben. Wir sind stille, hart arbeitende Leute. Wir bleiben unter uns und lassen uns nicht gerne herumschubsen. Er starrt den gut gekleideten Mann an, der etwas abseits steht. Hier stand einst eine Burg, wurde von irgendeiner Familie Ederianischer Tains in Anfangszeiten des Kaiserrats gebraucht. Ah, das ist auch ein Titel, hä? Nur ein Turm davon steht noch und der gehört jetzt zu Tigrils Laden. Wenn dich das so interessiert, könnte dir Sid der Bade da beim Feuer das Garn dazu spinnen. Ist das nicht eine Bardin? Wer lebt denn alles in Dürfurt? Nicht viele. Ist nur schwer, die Leute zum Hierbleiben zu bewegen, wenn alle nur Hobelboten bekommen. Ein paar aber sind geblieben und machen hier ihre Geschäfte. Tiger ist der Ledergerber, Hendina stellt Tränke her und Wifi betreibt den Dorfladen. Rumbald ist ein Schweinebauer, oder er war es zumindest. Erzähl mir über Tigre. Er ist ein Gerber, er bearbeitet Leder und fertigt Rüstung und ein paar andere Waren daraus. Das Problem dabei ist nur, dass der Gestank von Teig und Hirschenpiep den Leuten den Appetit verdirbt. Und sein Laden ist gleich nebenan. Was hat Hendina für eine Geschichte? Hendina, eine Frau, die geschickt mit Tränken und Beiverbänden umgehen kann. Habe gehört, dass sie in einem Wurmlochnest in Schwierigkeiten geraten ist. Ihr Kahn steht am östlichen Ende des Dorfes. Und Winfried? Er ist schon länger hier als ich, ganz netter Kerl, aber wenn er mal zum Reden anfängt, hört er schnell nicht mehr auf. Sein Laden ist auf der anderen Seite des Dorfplatzes. Ich nehme an, Rumpals Schwein ist irgendwas zugestoßen. Der verdammte Oge hat sie geholt. Jetzt quiekt er mehr, als seine Herde es jemals getan hat. Er zuckt mit den Achseln. Verdammtes Pech. Lass uns zu meinen vorigen Fragen von Dürfurt zurückkehren. Okay. Du hast gesagt, hier kommen nicht mehr viel Reisende vorbei, oder? Natürlich nicht. Warum sollten sie hierher kommen? Ach, wir haben Banditen auf der Straße und den Oger im Wald. Was dir dieser närrische Quasselkopf auch erzählen wird. Noch schlimmer aber ist, dass hier schon seit über einem Jahr kein gesundes Kind mehr geboren wurde. Ja, weit wenn's Vermächtnis. Die meisten Gestandenen, die hierher kommen, sind nur auf der Durchreise. Ach ja, der Oger. So nahe an die Siedlung sieht man sie normalerweise nicht. Oger und Gestandene passen nicht gut zueinander. Hässliche Bastarde, sie sind stark genug, um das zu wissen. Wenn du mehr wissen möchtest, musst du mit Rumbal sprechen. Sein Bauernhof liegt südwestlich von hier. Ich möchte über was anderes reden. Ich will Abenteurer anheuern. Hier gibt es einige Nacharbeitungen. Sag mir, was du brauchst, und ich treibe dich jemanden auf. Nein, ich will eigentlich meine Gruppe umstrukturieren. Dafür will ich dich rausschmeißen und hätte gerne erstmal Durenz wieder in der Gruppe. So, danke. Und Durenz kommt wieder hierher. Und da müssen wir mal kurz gucken, dass wir die Gruppe umorganisieren. So, meine beiden Jäger hier hinter. Obwohl, die sollten lieber außen stehen. Die halten nämlich etwas mehr aus als. Obwohl, Durins geht's eigentlich. Sie hat genauso viele Lebenspunkte wie Sagani. Beziehungsweise Ausdauerpunkte. Durins ist jetzt unser schwächstes Glied. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und das L. So, das heißt. Durins hinterm Tresen. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach oben.
Oh ja, und ich sollte vielleicht mal im Schleichenmodus durchgehen, nach Secrets suchen. Wenn hier wirklich nämlich ein mächtiger Zauberstab unter den Dielen versteckt ist, wie die Bardin meinte, dann finde ich den wahrscheinlich nur so. Mir kommt denn da die Treppe hoch? Nefre, die Orlan hält sich beim Fenster auf und spielt alle paar Sekunden aus. Als du den Raum betrittst, behält sie dich genau im Auge. Wobei sie eine Hand über ihr Stilett hält. Sie reckt ihren Hals, um hinter dich zu schauen. Ist dir jemand gefolgt? Wer hat dich geschickt? Was redest du da? Der gegen die Wand lehnte Mann schaut zur Tür hinaus und nickt der Orlan zu. Eine Hand über ihre Waffe entspannt sich, aber sie behält dich immer noch genau im Auge. Einige alte Freunde aus Trutzburg suchen nach mir. Wir sind nicht mehr ganz so eng befreundet, wenn du verstehst, was ich meine. Ich versuche nur keine Aufmerksamkeit zu erregen und mich um meine eigenen Dinge zu kümmern, weißt du? Chefin, einer Mauer schaut die Orlan an und deutet mit seinem Kopf auf dich. Schon gut, schon gut. Sie hebt eine Hand am Mauer, bevor sich wieder zu dir wendet. Mein Freund hier denkt, dass du uns vielleicht aus der Patsche helfen könntest. Aber da du sicherlich viel beschäftigt bist, soll es auch nicht dein Schaden sein. Sie schnitt dir ein paar Münzen zu. Sieh dich einfach ein bisschen in der Ortschaft um und komm dann zurück und bemichte mir, ob der Weg frei ist oder ob irgendwelche verdächtigen Gestalten gesehen hast. Du bist ziemlich argwünsch. Um was geht es hier? Sie kratzt sich am Genick. Eventuell habe ich mich ein wenig mächtigen Leuten in Trutzburg angelegt. Mächtigen kriminellen Leuten. Den Domenels. Ich vermute, irgendwann musste es einfach passieren. Ich bin Diebin vom Beruf und beim Beruf in der Stadt nachzugehen, ohne sie zu verärgern, ist ziemlich schwer. Jetzt versuche ich nur noch ein bisschen Distanz zwischen uns zu bringen. Sie ist eine Diebin, aber sie sagt nicht, dass sie eine Mörderin ist. Ich werde dir berichten, wenn ich jemanden finde, der in einer Ecke herumschleicht oder manisch durch die Gegend gackert. Wer kommt da die Treppe hoch? Neue Aufgabe, Katz und Maus. Also Nestei kennen wir, verzweifelte Maßnahmen. Ein Oger, achso, das war das mit Otnua. Genau wie die Klinge der artlosen Phase. Eine Frau aus Nestei ist auf der Flucht und versteckt sich in Dürfort. Nestei hat mir gesagt, dass jemand nach hier sucht. Sie bat mich, das Dorf nach verdächtigen Gestalten Ausschau zu halten. Nestei nannte keine Einzelheiten, aber sie behauptet, sie hätte in der Todsbucht einige mächtige Kriminelle verärgert. Ja, die Dominals wahrscheinlich. Oh. I've got it. Wenn das Schloss nicht rot ist, greifen wir zu. Okay, hier sind zwei Jungs beim Saufen. Und ansonsten ist hier nichts. Außer das da, aber... Oh, doch, da ist noch was. Ah, das ist auch nur zum Stehen. Was haben wir hier? Dieses Gemälde steht eine Waldschlucht irgendwo im Land der Lebenden da. Ja, das ist im Land der Lebenden. Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es gibt ja ein Gebiet, das so heißt. So. Okay, in der Taverne wären wir damit fertig. Wir haben wieder unseren guten Oh, Durins hat ein Level up. Da fehlt jetzt nur noch Palegina. Wissen? Nee, machen wir Athletik und Überleben mal. Was zum Geier? Ermächtigtes Verbot. Die Verurteilung eines Feindes. Schmerzliches Verbot. Geschwächt. Inspirierte Flamme. Gibt inspirierte Flamme passiv. Selbstgenauigkeit, Schwert, Acke, Buße. Mehrender Glanz. Inspirierender Glanz. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Ich könnte ihm aber auch Genauigkeit mit dem Kriegsbogen geben, den er trägt. Giftschlag, das würde auch gut zu ihm passen. Defensiv. Ehrenwerter Rückzug, vorsichtiger Angriff, unaufhaltsam. Tiefe Taschen, Herz des Sturms, schneller Wechsel, Geheimnis des Frostes.
Nee, machen wir mal einen Bonuszauber der dritten Stufe. Das könnte ja gut gebrauchen. Bonuszauber sind eigentlich immer wichtig und nice zu haben. Vor allem, weil wir irgendwann die beiden hier nicht nur täglich einsetzen können, sondern bei jedem Kampf. Was ich auch sehr gut finde. Gut. If it makes you rest easier. Ja, und ich mag Durrens mit seiner sarkastischen Art und seiner ruppigen Art. Irgendwie.